Zuerst möchte ich nun aber bei der Türkei beginnen. Dafür begrüße ich den Politologen und Religionswissenschaftler Hüsin Cicek von den Unis Erlangen und Bonn. Er ist uns heute über Zoom zugeschaltet. Guten Abend, Herr Cicek. Grüß Gott und danke für die Einladung. Nach diesem Wochenende ist klar, Präsident Erdogan hat einiges zu feiern. Er erhielt bei der Stichwahl rund 52% der Stimmen, sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu rund 48%. Haben Sie denn mit so einem Ergebnis im Vorfeld gerechnet? Ich habe in meinen Aussagen im Vorfeld immer darauf hingewiesen, dass Erdogan die Nase knapp vorne hat. Und das hat sich bewahrheitet. Und er wird jetzt die Türkei für die nächsten 5 Jahre regieren. Das haben auch gewisse Wahlprognosen vorhergesehen. Nichtsdestotrotz sind natürlich viele Leute auch enttäuscht. Aber das war, also die Berichte, die ich gelesen habe und darauf, wo ich mich fokussiert habe, die hatten alle Erdogan mit der Nase vorn. Warum ist es denn Kilicdaroglu nicht gelungen, mehr Stimmen zu mobilisieren? Vor dem ersten Wahlgang hat er ja teilweise sogar in den Umfragen geführt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Grundsätzlich war die Opposition, also die Gegenkandidaten zu Erdogan, mit Kilicdaroglu nicht wirklich zu Beginn einverstanden. Und es gibt in der CHP seit 2010 immer wieder ein Auswahlverfahren, wo der beste Kandidat antreten darf, eben bei solchen Wahlen. Und in diesem Fall gab es einen Hinweis darauf, dass İmamoğlu vielleicht antreten hätte sollen. Der konnte dann auch nicht, weil die AKP gegen ihn natürlich richtige Schritte eingeleitet hat und so weiter und so fort. Und Kılıçdaroğlu war sozusagen nicht der Kandidat Nummer eins. Das andere war, dass Kılıçdaroğlu bis zur Stichwahl mit Rechtsstaatlichkeit, also mit einer inklusiven Politik, mit einer positiven inklusiven Politik, versucht hat, Politik zu betreiben oder die Wähler zu überzeugen. Und kurz in diesen 2 Wochen oder beziehungsweise in diesen 10 Tagen zur Stichwahl, hat er dann seinen Kurs gewechselt. Er hat dann wirklich auf nationalistische Töne angeschlagen, hat behauptet, dass er eben die Syrer nach Hause schicken will, die 10 Millionen oder wie viele Millionen da auch noch in der Türkei übrig sind. Das heißt, er hat seine ganze Strategie von mehr oder weniger auf Identitätspolitik umgesattelt. Und das war, pardon. Entschuldigung, und das war einer der Gründe. Jetzt kämpft die Türkei ja mit einer Währungskrise. Erdogan ist auch nach dem verheerenden Erdbeben im Februar vorgeworfen worden, dass er schlechtes Krisenmanagement betreibt. Zudem geht er auch hart gegen Kritiker vor. Warum hat ihm das denn nicht geschadet bei der Wahl? Dazu muss man mal festhalten, Erdogan oder die AKP regierte seit 2002 bis jetzt und für die nächsten 5 Jahre. Das heißt also, sie haben natürlich ein bestimmtes Klientel großgezogen und eine Basis gestärkt. Und das andere ist, dass der Slogan oder das Narrativ ein Volk, eine Nation, ein Führer sich eben bewährt hat. Und warum jetzt diese Krise, Wirtschaftskrise nicht dazu geführt hat, dass er abgewählt worden ist, das liegt auch in der Sicherheitspolitik der Türkei, weil Erdogan verspricht, eben mehr für die Sicherheit zu machen. Erinnern Sie sich bitte an den Syrien-Konflikt, wo er eine expansive Politik vorangetrieben hat. Für seine Wähler sind solche Themen einfach wichtig gewesen und mit denen hat er auch punkten können. Er hat aber in Bezug auf die Wirtschaftspolitik schon kurz vor der ersten Wahl und jetzt auch nach der Wahl also viel friedlicher Töne angeschlagen und auch gegenüber der EU und den USA auch Kooperationsbereitschaft signalisiert, was auch wiederum bedeutet, dass er möglicherweise von seiner jetzigen Zinspolitik zurücktreten wird und in eine andere Richtung gehen will. Welchen Anteil haben denn die österreichischen Türkinnen und Türken, die abstimmungsberechtigt waren, die ja zum Beispiel auch im Generalkonsulat in Wolfurt abstimmen konnten? In Österreich haben ja nach vorläufigen Zahlen fast 74% für Erdogan gestimmt. Also die Wahl wurde natürlich in der Türkei geschlagen, aber die Auslandstürken spielen immer wieder eine wichtige Rolle. Das zeigt, was uns dieses Ergebnis im Moment zeigt, weil die Wählerstromanalysen liegen uns noch nicht vor.
dass eben die Auslandspolitik, die Diaspora-Politik der AKP eben im Ausland, bei den Auslandstürken in Österreich, in Deutschland sehr gut ankommt und dass er eben auch diese Wähler überzeugen konnte, hier in Österreich für die AKP zu stimmen. Aber jetzt zum Beispiel in der Schweiz lag ja beispielsweise Kilic-Daroglu weit vorne. Was ist da der Hintergrund? Die Schweiz ist insofern eine kleine Ausnahme, weil die Einwanderung aus der Türkei in die Schweiz in den 80er Jahren oder späten 80er Jahren erfolgt ist und vor allem durch kurdische und türkische Intellektuelle. Und was wir heute in Österreich und Deutschland haben wir einfach eine größere Bevölkerungszahl an Türken, die aufgrund der Arbeitsmigration nach Europa gekommen sind. Und auch es gibt einfach, die Zahlen spielen da eine wichtige Rolle und auch der Einfluss bestimmter türkischer gouvernementaler und nicht gouvernementaler Organisationen, die sehr stark in Deutschland und Österreich auftreten, ist ja auch dazu verantwortlich, dass hier Erdogan so viele Stimmen gewonnen hat. Die Opposition hat einen unfairen Wahlkampf beklagt. Wie würden Sie das bewerten? Ist das ein unfairer Wahlkampf gewesen? Also mit Wahlmanipulation haben wir gerechnet. Das wird jetzt eben bestätigt, das muss noch bestätigt werden, also verifiziert oder falsifiziert. Natürlich hat die AKP alles versucht, um die Wahl den Oppositionsparteien so weit wie möglich zu erschweren. Denken Sie bitte jetzt an die HDP und auch deren Wähler, Entschuldigung, deren Politiker, die teilweise im Gefängnis sind. Also die AKP hat natürlich hier nicht mit sauberen Mitteln gekämpft. Sie haben es vorher schon erwähnt, aber noch einmal genauer vielleicht, hätte es denn wirklich keinen besseren Kandidaten, eine bessere Kandidatin für die Opposition gegeben wie Kılıçdaroğlu? Ich denke, dass es durchaus einen besseren Kandidaten gegeben hat. Ich glaube sogar, dass Kılıçdaroğlu ein Stück weit aus politischem Ehrgeiz hier den Weg nicht freimachen wollte und die Oppositionsparteien mit Blick auf die nahende Wahl und eben auch, um sozusagen die Eigenmütigkeit nicht ganz zu zerstören, sich dann für ihn entschieden haben. Erinnern Sie sich bitte daran, dass die Parteichefin der I-Partei kurz ausgestiegen ist und dann wieder zurück zum Bündnis gekommen ist. Welche großen Herausforderungen nach der Wahl warten denn jetzt auf Erdogan? Wir haben vorher schon kurz von der Wirtschaft gesprochen, aber was sind denn da die größten Herausforderungen jetzt? Erdogan muss sich jetzt, also eine Herausforderung ist natürlich die Wirtschaft. Er wird sich jetzt aber wahrscheinlich der Europäischen Union und auch den USA nähern müssen, um diese Probleme zu bewältigen. Eine Möglichkeit ist hier, sich also sozusagen die Hilfe zu genießen, wird sicher sein, zuzustimmen, dass die Schweden dem NATO beitreten können, damit hier die Wogen geglättet werden. Auch mit Blick auf die Kooperation mit Russland wird Erdogan möglicherweise eine andere Strategie führen, wenn er sozusagen die Auslandshilfe für sich in Anspruch nehmen will. Und das wird sich aber in den nächsten 50, 100 Tagen, realisieren. Jetzt haben es Beobachter für möglich gehalten, dass Erdogan nach der Wahl jetzt noch autoritärer vorgehen könnte. Halten Sie das für wahrscheinlich? Das ist durchaus möglich, aber wie wir schon vorhin gesagt haben, er muss natürlich zuerst einmal die Wirtschaft bedienen. Ja, er kann natürlich dieses Problem nicht einfach negieren. Das heißt, er muss die Wirtschaft zuerst einmal unter Kontrolle kriegen und dann kann er weiterhin gegen politische Opponenten, Journalisten und so weiter so vorgehen wie jetzt. Jetzt hat er noch mal 5 Jahre Zeit, um das System noch mal nach seinem Gutdünken zu konzipieren. Jetzt hat Erdogan ja auch schon eine weitere Verfassungsänderung ins Spiel gebracht. Wäre es aus Ihrer Sicht denkbar, dass Erdogan auch über 2028 hinaus türkischer Präsident bleibt? Er kann ja per Dekret am Parlament vorbei regieren, wobei dazu gesagt werden muss, dass auch die Mehrheit im Parlament aus seiner Partei besteht und dem Koalitionspartner. Er kann per Dekret regieren und könnte durchaus noch für Überraschungen sorgen. Jetzt finden nächstes Jahr schon Kommunalwahlen in der Türkei statt. Wie wichtig ist diese Abstimmung für den Präsidenten? Weil ja die großen Metropolen Istanbul und Ankara werden ja momentan noch von der Opposition gehalten. Er hat bereits in seiner Balkonrede davon gesprochen, dass er diese Großstädte zurückholen will. Und es bleibt
abzuwarten, welche politischen Maßnahmen er setzen wird, um den jetzigen Bürgermeistern das Leben schwer zu machen, damit sie nicht wiedergewählt werden. Also ich rechne damit, dass hier er alles versuchen wird, um seine Leute wieder an die jeweiligen Schlüsselpositionen zu etablieren. Vielleicht noch als letzte Frage. Momentan nimmt ja die Türkei im Ukraine-Krieg eine Art Vermittlerrolle ein. Wie glauben Sie, geht das jetzt nach der Wahl weiter? Ich denke, das wird er dabei behalten. Damit hat er auch gut profitieren können in Europa und auch also mit den USA, mit Blick auf die USA. Und wie wir auch gestern gesehen haben, viele Regierungschefs aus Europa und auch über sie haben ihm ja bereits gratuliert und auch auf solche Politiken von ihm hingewiesen. Also diese Strategie wird da sicherlich weiterführen. Hüseyin Çiçek, vielen Dank für die Einschätzungen und liebe Grüße aus Schwarzach. Vielen Dank, danke für die Einladung.